Oh, hier vielleicht? Nee, das habe ich. Ach so. Ah, viel besser vom zeitlichen her. Also kann man viel besser. Die verfolgen ja sogar die Schüsse. Gleich habe ich dich. So, schon bist du tot. Bleib stehen. Ja, ja. Das ist doch da, da. Also die Waffen sind echt cool. Jetzt der Flammenwerfer und ich finde die Waffe sogar noch cooler als den Flammenwerfer, weil die verfolgt ist schnell und stark. Wie viel brauche ich noch? Ich habe jetzt 36. Boah, ja, die kleinen, ich wollte die großen ja gar nicht. Ach, die bringen auch keine Erfahrung, was ziemlich schade ist. Das kommt ein richtig geil leveln. Da bekommt man nur keine Erfahrung, wenn man sie hier mit tötet. Weiß man nicht. Einer noch. Du! So, ablegen. Ah, ich hab. Achso, ist die Waffe weg. Ich dachte gerade schon, hä? Mal Skills sind da und die Waffe hat mir ausgerüstet. Hm. Damit hätte ich hier sogar schon. Ja, weiter hauen. Weiter, weiter, weiter. Bringen die was? Sprecht, 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 sprecht. Ne, ich muss jetzt mit allen Leuten sprechen. Okay, gut, dann gehe ich sprechen mit den Leuten. Los, lauf! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja gut, er lobt uns. Sollten wir uns eigentlich die Tür aus der Waffe zu entfernen? Ausrüstung verwalten? Wo ist denn die Ausrüstung? Ach so, da? Hä? Trainingsstrett im Handelverkaufen. Trainingszitrin. Was macht das denn überhaupt? Auswerten. Durchbruch zu Schwert ist im Physisch, wenn der Gegenstand auf Stufe 5 Max erreicht. Hält es von Phase 10 erwarten. Oh. Kann ich das machen? Wert ist in Phase 10 bis Pestschwert. Kann ich es aufwerten irgendwie? Oder wie geht das aufwerten? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ne, das ist wieder Sachen kaufen. Das will ich gerade nicht. Doch, da kann ich es zumachen. Veredeln? Ich will aber das Potion nicht auf benutzen. Trainingszitrin wird entfernt. Na, lassen wir erstmal drin. Ist alles okay momentan. Mhm. Füll einen Rechtsklick aus, um den Gegenstand zu entfernen. Nö. Ich will gerne wissen, wie ich es aufwerten kann. Wenn der Gegenstand auf Stufe 5 Max erreicht. Schwert des Homunculum Phase 10 plus Pestschwert, daher erwachendes Pestschwert Phase 1. Welches ist es denn nochmal? Homunculus Schwert Phase 5. Ich bin extrem irritiert gerade. Das kann ich nicht machen, oder? Hm. Na, okay. Kann man momentan nichts machen, so wirklich. Ich könnte mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die ich habe, hier runter sortieren. Gibt es eigentlich ein Lager? Ich habe irgendwie Angst später, dass ich nicht mehr nichts benutzen kann mehr. Wir können den letzten Stempel nicht benutzen. Ich habe noch einen Stempel über, oder? Was haben wir alles hier unten? Heutigen Schatz öffnen. Was gibt es? Kann ich die alle mitnehmen? Rote Kappe. Da. Stille Nacht. Bestätigen. Ah, ich kann nur eine Sache kaufen. Gut, dann habe ich das Richtige gemacht. Öffnen. Nein, brauche ich nicht.
Cool, jetzt habe ich also ein Weihnachtsoutfit. Verwerten. Ah, ich kann es nicht so gut sehen. Na okay, nehmen wir das erstmal ein bisschen. Oder nee, das nehmen wir nächstes Mal. Diesmal haben wir unser anderes Set und das benutzen wir jetzt erstmal weiter. Ich würde es ausrüsten, bitte. Abrüsten. Freigeben. Hallo. Was ist denn gerade... Okay, es war nur ein Rüstungslag. Ich habe mich schon gewundert. Gut. Dann habe ich ja die Questen erledigt oder angenommen. Gut. Und jetzt müssen wir weitergehen. Es geht nach unten. Gut, 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 gut. Ins Wasser geht es? Echt? Die Ebenen werden immer weitläufiger, so ein bisschen. Alles braucht so ein bisschen mehr Zeit. Ist etwas schade. Hä? Ah, ich bin ja gleich da oben. Ich bin ja ganz da unten. Ich muss doch ganz nach oben laufen. Oh Mann. Wie viel Geld habe ich? Ich habe bereits einen Silberreiter. Das ist natürlich sehr schön. Mit Sparen kommt man auch voran. Oh nein. Sei kein Fernkämpfer. Du bist nur ein Insekt. Boah. Hier im Ausdruck zu verwalten, hier als Waffe zu entfernen. Ja, okay, nimm, machen wir es einmal für die Leute. Nicht für die Leute, sondern für Ausdruck zu verwalten. Ja. Ah, okay, gut, dass ich es gemacht habe. Da habe ich noch eine Quest hier. Gut. Weiß zwar nicht warum, aber wenn man sowas machen sollen, wollen würde. Neue Questen gibt es hier nicht, also können wir jetzt trotzdem weitergehen. Vor allem, ich habe einen Bronze. Oh, ein Bronze ist natürlich nicht viel Geld. Später kriegt man das bestimmt relativ schnell wieder. Wo ich immer noch verwirrt bin, dass es hier so wenig Geld gibt. Jeder Merchant verkauft Sachen, die sich keiner leisten kann. Das sollte ich wirklich mit den anderen Sachen da verkaufen, die ich dabei habe. Die bringen ja so ein bisschen Geld und ich kann sie eh nicht wirklich verwenden. Hier oben war ich doch schon, oder? Das kommt mir gerade vom Aussehen her nicht so bekannt. Ich kann sie sicher sagen, ich sehe keine Gegner. Nur hier war ich noch nicht. Level 11 die Gegner, also mein Level passt noch. Ja, das Set sieht ziemlich komisch aus, aber das tragen auch fast alle. So, Quest, Zeitquest annehmen. Warum nur 200 Erfahrung? Warum nicht mehr? Nein, ein Blutfette Musik zu halten. Ah, das ist ganz gut, das ist die Belohnung. Soll ich die direkt lesen? Oder auch nicht? Bestimmt muss ich jetzt Gegner töten. Eine Milizuniform. Muss ich auch mal nächstes Mal anprobieren. Es gibt voll viele Sachen. Da drüben ist noch wieder das Training, wo wir hin müssen. Okay. Machen wir das nochmal. Müssen wir dich töten? Oh, Glück gehabt. Nö, für keine Quest. Dich vielleicht? Und besiegt. Auch keine Quest mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Und in die das letzte Dungeon für heute. Ja, letzte Dungeon. Weil... Ja. Ich nehme schon sehr lange auf und ich möchte nicht, dass die Festplatte vorläuft. Deswegen machen wir noch ein Momentchen weiter, damit ich schön die Folgen gut schneiden kann. Immer so ungefähr 30 Minuten und dann haben wir heute auch wieder 3 Stunden aufgenommen. Das sollte reichen. Komm. 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 So. Ja, ja, warten wir kurz, bis die Haltung rausgeht. So. Einige Gegner hier.
ziehen wir ein bisschen die Aufmerksamkeit auf uns. Hallo, wir sind hier, hallo. Ihr seid viele Gegner, hab ich mir aufgefallen. Bewegt euch näher ans Ziel. Ausweichen, sehr schön. Bom, bom. So, ja, denn der Blitz ist einfach zu nice. Ich weiß nicht, ob ich schnell reagieren muss oder ob das Spiel nicht ganz optimiert ist auf die Reaktion bei mir. So. Sehr schön. Können wir euch befreien? Müssen wir sogar. Vielen Dank, dass ihr uns gerettet habt. Aber weißt du, dass ihr mehr Zeit seid? Bisher bist du das Erste gewesen. Okay. Ah, er blockt jetzt auch, okay. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wann die anfangen zu blocken. Ja, blockst du auch? Oder können nur die mit der Waffe blocken? Ah, ich müsste die alle blocken können. So. Na? Freut ihr euch schon? Boom! Was funktioniert nicht? Uh-oh. Spam, spam, spam. Na, greif an. Bisschen ruhig rein. So, könnt ihr bitte? Ah, besiegt. Hoi, 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 hoi. Ich habe gerade so ein bisschen Angst. Und Level Up sind wir auch noch lange nicht. Das sieht gerade nicht so gut aus. Wird eine Zeit für einen kleinen Heiltrank. Warum sollte ich denn sowas aktivieren? Ich habe doch ein blaues Achterset. Okay. Healing. Drinking. Wenn wir den freilassen, dass er auch noch uns sieht vielleicht. Ja. Sehr schön. Treten. Dann, dann, dann. So. Wenn der nächste Dieter mal kommt, habe ich gleich kleine Probleme, möglicherweise. Schade. Ah, er verteidigt auch trotzdem nur von vorne, von hinten ist auch nicht. Ich würde gerade sagen, warum ist es kein Dietemob? Ne, sieht okay da aus. Also, passt natürlich auch mir auf. So, geschafft. Heieiei. So. Puh, das verbraucht noch ganz viel Konzentration, wenn man echt wenn die also stärker werden langsam. Da haben wir irgendwas, was verstärkt, ausrüstungstechnisch, nee, oder? Hm, nee. Die Fraktionen, Piraten der Schatzenfarme feindlich gesinnt. Ja, ist ein alter Mann. Mhm. Na, bringt aber wirklich nur Aussehen. Was ich eigentlich ziemlich nice finde, wenn es nicht auf Ausrüstung basiert ist, nur auf Waffe. Freut mich eigentlich schon. Achso, ich hinter ihn. So. Schnell reagiert. Ist da unten was? Ne, da kann man nicht mal lang gehen. Okay. Ich nehme auch einen Potion. Das ist hier gerade alles ein bisschen mehr. Block doch! Ihr müsst es so vorstellen, ich würde blocken und es passiert ganz lange Zeit gar nichts. Huch! Ist er über die Luft gerollt? Okay. Da ist nichts. Aber hier sind ja keine verschreckten Truhen oder sowas.
geblockt, okay. So. Haben wir zwei Bomben. Okay. Nutzen wir die Bomben halt praktisch. Besiegt. Das ist doch als Kill, wenn ich Bomben benutze? Ich glaube ja, oder? Ah, toll. Das hätte ich wieder Anführer, hab mir fast schon gedacht. Attacke, 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 Attacke. The Potion. Ja, Tom, was machst du? Das sieht gar nicht gut aus. Echt nicht gut, echt nicht gut, echt nicht gut. Schnell, Blitzklinge. Nein! Wie war das nochmal? I? Nein. B? Ich weiß nicht, wie man das macht mit dem Auferstehen. Auf jeden Fall mal erstmal wegrollen. Aber ich weiß nicht, wie man aufersteht. I, L. Nein. K ist auch falsch. Ja, ist okay. G? B ist auch falsch. Das können sie doch mal anzeigen. Ich will auch verstehen. Es ist bald. Oh, es stört mich gerade etwas. Och Mann, welcher Knopf war denn das jetzt? Dann mach ich mal. Eins. Eins war das. Tab? Ach so, Tab. Das ist natürlich doof, wenn ich etwas auf einen Knopf, drücke und alle Knöpfe ausprobiere. Boah, okay, der erste Tod. Nicht schön. So. Aber den Boss habe ich noch besiegt, glaube ich, wie es aussieht. Du bist als nächster dran. Treten. So. Boah, das wird anstrengend. Ob man das vielleicht in einer Gruppe machen sollte? Vielleicht ist es dann einfacher. Befreien. So, jetzt bist du dran. Na toll, Bock ist ruhig. Sollte echt besser aufpassen. Das hätte ich besser blocken können, glaube ich. So, das war eine Sandbombe nur. Dafür hat sie aber ganz gut Damage gemacht, muss ich sagen. Ah, ich hätte auch oben rumgehen können. Oder, das ist, ach nee, der ist neu gekommen, der Typ, oder? Blocken, 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 blocken. Wahrscheinlich spawnen die neu, das ist natürlich nicht keine gute Nachricht. Heißt natürlich, dass ich mich beeilen muss. Von hinten! So. Sehr schön. Also Blitzding ist immer noch das Beste. Ein großer Raum wieder. Wahrscheinlich der letzte oder finale Raum. Dahinter ist ein Trainingsraum nur noch. Oh Mann. Los! Lauf an! Okay. Du musst langsam die Gegner abarbeiten, glaube ich. Das ist gleich die beste Idee. Huch, da wurde ich schon gesehen. Okay, gut. Eine Bombe. Eine Bombe war ich mir auf. Vielleicht kann ich den ja mal befreien. Ich
wir nicht wieder sterben. Das könnte ein bisschen riskant werden. Ich muss vielleicht einen nach dem anderen locken, das würde ich sagen. Gut. Ah, da muss man aufpassen. Ich habe gerade keine Energie mehr. Ich brauche doch keine Energie, sehr schön. Noch keine Energie mehr. Ich muss einfach die Energie einsetzen, weil die meinen Fokus aufladen. Block, 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 block. Ja, der normale Flächenangriff bringt nicht gerade nicht so viel, leider. Jetzt kann ich die beiden befreien, aber ich töte erstmal die beiden da. Hier geht aber echt stärker. Blocken. So. Dann langsam immer weniger Gegner. Noch einen befreit. Haben wir genug befreit? Ausgewichen. Angedasht. Wieder Energie aufbauen, ist natürlich schön. Umwerfen. Treten. Okay, es wird besser. Langsam. Gehen noch der Boss und zwei normale Gegner. Wenn ich einen normalen Gegner hole, bestimmt greift mich der Boss auch an. Das erwarte ich jedenfalls. Oder? Nein. Sehr schön. Block, 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 block. Aber das war natürlich zwar unnötig, aber der hat nichts verbraucht. Sehr schön. Holt noch den kleinen Minion da drüben. An mich ran. Sehr schön, da kommt auch. Ah, ich wollte eigentlich nicht die Blitzringe benutzen. So, jetzt hole ich mir die Bombe da drüben. Dann versuchen wir uns mal an den Boss mit halber Lebensleiste. Das ist der Aufseher, den wir her sind. Okay. Oh, ich habe ein bisschen die ganze Zeit vom Mikro entfernt gehabt. Hoffentlich bin ich zu leise. Wahrscheinlich aber nicht. So. So. Versuchen wir uns daran. Und treten. Und schauen von hinten. Ach, wir sind zu weit weg. Ja. Ah, gut, bis jetzt haben wir ihn aber besser gemeistert als die anderen. Wahrscheinlich, weil er alleine ist. Das war eben voll daneben. Muss ja mehr blocken. Oder einfach ausweichen. Okay, der war jetzt kein Problem. Heiltrank, ein Stück Neues und versiegelter Kupfersäbel. Ich glaube, das bringt uns wieder nichts, oder? Doch, Klingmeister. Stufe 11. Der könnte uns was bringen. Versiegelter Kupfer-Angriffsaxt. Nein, das ist nicht für uns. Die Effekte sind auch wieder doof. Gut, dann haben wir... Und ach nee, wir müssen der Training noch machen. Okay, das Training als nächstes. Dana. Kann man aber leicht übersehen. Hallo. Ihr habt es geschafft. Ja, natürlich. Nur weil ihr ein Schwert habt, bedeutet das nicht, dass euch überall hilft. Das ist euch überall hilft. Achso. Ein wahrer Klingenmeister wendet jeden Teil seines Körpers, um seinen Gegner zu besiegen. Und deswegen arbeiten wir heute an Fußtritten X. Das ist eine Konterattacke, was bedeutet, dass ihr sie genau dann anwendet, wenn euer Gegner angreift. Okay. Wenn ihr den Tee so, um sie zu betäuben. Okay. Ah, okay, das war natürlich ein falscher Knopf. Ah, ich werde angreifen, glaube ich, oder? Mann.
Ich muss diese Taste anders legen. Ich warte jetzt einfach, bis er angreift. Jetzt. Mann. Wieso halte ich mich so doof? Ah, ich bin da angreifen, muss ich machen, okay. Was wann? Jetzt. Hey, hey, hey. Ich muss diese Taste. Wahrscheinlich mache ich das wieder falsch jetzt, wie ich bestimmt so hinbekomme, aber ich muss es leider auf Q legen. Was ist das auf Q denn? Ja, der Schritt links, dachte ich mir schon. Und ich habe das auf X und ich möchte gerne. Die Schnelltasteneinstellungen überschneiden sich. Ja. Das ist schön, aber ich muss es trotzdem bestätigen. Genau, Fußtritt darauf, Falke darauf. Okay. Was denkt ihr? Ist das nicht eine hervorragende Technik? Ja. Ihr seht aus, als wolltet ihr gerne noch ein paar coole Schwertechniken lernen. Pech gehabt. Es gibt noch einiges über Fußtritte zu lernen, ihr Weichei. Fußtritt Q neutralisiert nicht nur den Abwehr des Gegners, sondern ganz zusammen mit der Fertigkeit Brise links. Ist eine starke Impulskombination werden. Achso, der akzeptiert. Also wenn ich gleich was umgelegt habe, sagt er gleich wieder Q. Okay. Du siehst sehr müde aus, muss ich echt mal sagen. Jawohl, die Kombo Fußtritt-Brise verhindert eine Weile lang, dass der Gegner agieren kann. Das ist sehr praktisch, wenn man mehrere Gegner übersteht und so der Reihe nach abfertigen kann. Okay. Der Nachteil ist, dass es von euch angegriffener, betäubter Gegner sofort wieder kampfbereit ist und euch angreifen wird. Zudem regenerieren Gegner ein wenig Leben, wenn sie betäubt sind. Vergesst es nicht. Was? Sie regenerieren Leben? Okay. Okay, genug geredet. Eure Zeit, euren besten Fuß vorzustellen. Okay. Okay, also Fußtritt mit Brise kombinieren. Ich bin gerade nicht so schlau. Los, greif an. Ach so. Ah, das ist also dann. Okay. Jetzt. Tatsächlich, funktioniert tatsächlich. Okay. Er wartet aber auch genau ab, bis ich irgendwas machen möchte. Okay. Anspruchsvoller und ich verstehe es nicht so ganz, warum, wann es funktioniert, aber es bleibt nur bei längeren Aufladen und Angriffen. Okay. Okay, sieht aus, als hättet ihr die Lektion Fußtritt, Q endlich beendet hättet. Okay. Man darf nie aufhören zu lächeln, besonders nicht in Zeiten wie diesen. Okay, das haben wir schon gelesen. Ah, reingefallen. Wir sind noch nicht fertig mit Fußtritt. Es gibt noch einen weiteren Schritt bei der Fußtrittbrise. Seid ihr gespannt? Ich wette, ihr seid es. Letztes wendet ihr Fußtritt und Brise an, wie zuvor. Aber dieses Mal kommt danach Vorschirm 2. Es ist nicht kompliziert. Versucht es erst gerade zu fahren. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal mit Brise 2 kombinieren. Okay. Los, wir an. Okay, das war die Kombo zwar, aber ich glaube, so wollte er es nicht. Er hat doch gemacht, wenn er angegriffen hat. Hä? Funktioniert nicht. Bin gerade nicht gut irgendwie. Konzentration. Also nochmal. Warten wir kurz. Dann wenden wir die Q, dann das und dann zwei. Funktioniert nicht, er wird nicht betäubt. Ich bin, glaube ich, so schlecht dafür.
Verdrücke ich mir sogar schon. Hm. Sehr interessant. Funktioniert nicht, warum nicht? Ich wollte gerade schon aufhören die Aufnahme und jetzt schaffe ich den letzten Schritt nicht. Wie schlecht ist das denn? Los, geh ran. Funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn Blocken einsetzt, benutzt. Ach, wenn sie Blocken einsetzt. Sag das doch. Und ich versuche die ganze Zeit das Alte noch zu machen. Ich lese einfach nicht. Okay, gut. Los, Block. Habe ich gerade pariert? Oder ausgewichen? Sehr nice. Gut. Ihr habt gedacht, ich hätte gedacht, dass euch die Kombo solche. Das. Oh, was ist los mit mir? Schon zu spät heute für mich. Ich hätte gedacht, dass euch solch komplizierte Kombos verwirren, doch ihr seid besser als erwartet. Unterrichten kann eine wahre Freude sein. Verlasst euch nicht immer darauf, dass euer Schwert euch aus jeder schwierigen Situation helfen kann. Fußritte ist eine mächtige Fähigkeit, als Teil einer großen Kombo. Ich werde euch einen Brief schicken, wenn die Zeit reif ist. Bis dahin, übt fleißig weiter. Auf bald. Fast Level up. So knapp. Gut. Aber ich würde mal sagen, das reicht doch für heute. Wir gehen hier noch kurz raus. So. Und dann würde ich sagen, das reicht für heute. So, der letzte Ladescreen für heute war das. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein. Also nächstes Mal. Nächstes Mal wäre für euch ja wahrscheinlich nächstes Wochenende. Ich weiß nicht, wie viel Folge das jetzt ist. Ich glaube, es ist eine Sonntagsfolge, falls ich es am Wochenende hochlade. Ich muss sehen, wie es passiert. Auf jeden Fall ist morgen der letzte Tag. Also ich hoffe, dass das alles so bis Januar alles hochgeladen ist. Und dann werde ich auf Rückmeldung achten und dann werde ich sehen, wie es ist. Ah, ist Level 45 das Max für die Beta? Yes, okay, 45, also momentan das Max-Level und nur für die Beta. Gut zu wissen. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es heißt Let's Play oder Let's Test Blade of Soul. Ciao, Leute.